Hey meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu diesem etwas anderen Video auf meinem Kanal. Ich bin der arrogante Gamer und in diesem Video geht es um eine extrem ernste Nachricht. Gestern Abend, zu dem jetzigen Zeitpunkt war es gestern Abend, um circa 22 Uhr, da haben wir eine Nachricht über die Alexa von Markus erhalten. Diese Nachricht erhielt eine Morddrohung und hört sich so an. Heute habe ich eine Sprachnachricht über die Alexa bekommen, zwar mit einer Morddrohung schon. Markus, wenn du heute den PC einschaltest, wird was Schlimmes passieren und die Bombe geht hoch. In dieser Nachricht hört man ganz klar, dass es sich hier um eine Morddrohung handelt. Und Leute, lasst den Scheiß, es bringt euch nichts. Der Elias und ich waren zu dem Zeitpunkt beide im Teamspeak. Ich war live, hab den Stream da auf Be Right Back gestellt, aber man hat den Elias noch gehört. Und man hat da gehört, wie geschockt der Elias auf einmal war. Ich war genauso geschockt, hab den Stream danach kurzer Zeit auch beendet. Was hat er bekommen? Halt's Maul. Halt dein... Nee, halt's Maul. Halt's Maul. Halt's Maul. Sag Markus, ruf ein Telefonat. Leute. Kurze, komplette Stream-Unterbrechung. Es ist hier gerade was zwischengefallen. Bitte bleibt dran, aber das müssen wir jetzt bereden. Habt ihn denn irgendwann weitergeführt, aber das ist nicht wichtig. Leute, lasst den Scheiß. So eine Morddrohung ist nicht lustig. Wenn euch der Kanal von Markus nicht gefällt, oder generell eine unserer Stream-Kanäle hier, es ist ja nicht nur der Markus, das bin ja auch ich oder der Fuche, der Steven Kellermann. Wenn euch das nicht gefällt, was wir bringen, dann sage ich das jetzt ganz wortwörtlich und auf gut Deutsch gesagt, dann verpisst euch. Wenn euch unser Content nicht gefällt, lasst uns in Ruhe, verzieht euch und guckt euch irgendeinen anderen Content an. Weil sowas geht nicht. Uns einfach irgendwie mit Hackerangriffen oder mit Morddrohungen zu kontaktieren. Es gab nämlich schon mal einen Hackerangriff, da war ich nicht mit live, da war der Markus live, da kam jemand auf den Teamspeak und hat irgendwelche Sounds abgespielt. Das waren sehr hohe Sounds, die mir, als ich mir das angeguckt habe, das hat richtig in den Ohren weh getan und im Nachhinein habe ich noch da Informationen bekommen, dass nach und nach die Namen der Streamer genannt wurden. Darunter fiel auch mein Name. Angefangen hat es mit der Dislike-Welt. In jedem Stream, also für die letzten zwei Wochen kannst du sagen, da waren immer fast in jedem zweiten Stream waren Dislikes-Wellen drin. Also nicht nur ein Dislike, sondern da waren mindestens 20 bis 22 Dislike drin. Ja, wenn ihr den Stream nicht mögt, dann gib persönlich du einfach ein Dislike. Aber hol doch nicht deine ganzen genau. Freunde und gib mit euren Freunden so unnötige Dislikes. Das ist doch genau. Komplett und zweitens, unnötig. Klar, ein Dislike, gib einen einfachen Dislike, schreibt rein, das und das kannst du besser machen. Das und das gefällt mir. Ich kann dir empfehlen, mach das und das und das anders. Da wäre er zu 100% zufrieden als mit so einer Kacke, die jetzt gerade am Dampfen ist. Und am Livestream, also waren wir ja im TS bei Maurice. Und während des Livestreams auf einmal ist da ein Hacker oder ein Faker reingekommen, je nachdem, wie man sagt dazu. Und der hat das TS gestört mit Musik und verschiedenen Tönen. Andreas gejoint. Andy? Andreas mit einer französischen Fahne oder so. Wo? Bei euch auf dem TS? Please join the channel.
Bannen. Wisst ihr? User in your channel was banned from the server. Ich bitte euch nochmal, lasst es einfach. Es bringt euch nichts. Wie gesagt, verzieht euch, wenn euch unser Content nicht gefällt. Guckt euch irgendeinen anderen Scheiß an, aber lasst uns in Ruhe. Es nützt auch nichts, wenn ihr faked. Hört auf mit dem Schmorren, es bringt euch nichts. Weil wir möchten unseren Zuschauern einen ordentlichen Livestream bringen. Wir bieten euch was. Aber nicht auf diese Art, wenn wir hier Faker drin haben und die wollen den Stream schlecht machen. Wie gesagt, also es bringt wirklich nichts und wir präsentieren uns wirklich super von unserer Seite. Wir geben unser Bestes für die Zuschauer. Aber wenn solche Hater drin sind, die wollen den Stream schlecht machen, dann bin ich aber auch leider gezwungen, dass ich irgendwann sage, okay, ich habe die Schnauze voll und ich mache nicht mehr weiter. Und so etwas wollen wir nicht. Das ganze Team will das nicht. Hackerangriffe, Morddrohungen, beides strafbar. Ich weiß nicht, was sich manche Leute denken, einfach irgendeine Morddrohung rauszuhauen. Das ist kein Spaß mehr. Lasst es einfach. Aber mir haben die Nacht die Worte gefehlt. Ich habe danach ja noch weiter gestreamt, habe da ein bisschen drüber gesprochen, jetzt nicht direkt über dieses Thema, habe da aber angekündigt, dass dieses Video demnächst auf meinem Kanal erscheinen wird. Wenn ich die Stelle noch herausfinde, werde ich diese Stelle hier ins Video schneiden. Wenn nicht, sage ich nochmal, verpisst euch. Unser Content, wir machen unseres, ihr macht euers. Wenn euch unser Content nicht gefällt, zischt ab, guckt euch was anderes an. Weil das ist nicht mehr lustig. Ich hoffe, das geht den Leuten, die diese Morddrohung, falls sie dieses Video sehen, nachzudenken. Oder auch diese Hackerangriffe. Lasst den Scheiß.